Kaffee-Intro hatten wir im ersten Teil schon und geendet hat dieses an einem schönen See und einem kleinen Päuschen. Schaltet da gerne nochmal ein, wenn ihr es noch nicht kennt. Wir starten jetzt in die zweite Hälfte des Tages. Schön, dass ihr wieder am Start seid und viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir. Diese tolle Holzbrücke. Die gute alte. Die wird hier rein drauf. Ja, genau. Nee, eigentlich warten die eher auf uns wahrscheinlich. Also, alle bereit? Alter, sieht das hier geil aus. Huiuiuiui. Das war eines der schönsten Waldstücke, wo ich je durchgefahren bin gerade. Der Wald hat sich an diesem Tag von der allerbesten Seite gezeigt. Die Kunst ist es hier meiner Meinung nach, den Mix zwischen dem halbwegs vernünftigen Biken und dem Genießen des Umfeldes irgendwie hinzukriegen. Ich zumindest bin gut in der Lage, die Natur zu genießen und halte mich dort auch dementsprechend gerne auf. Und wenn dafür das Biken an einigen Stellen etwas zurückstecken muss, ist das für mich vollkommen okay. Soll ich oder was? Oh, wow. Was? Der zweite Part des Tages zeigte sich sogar trailmäßig noch um einiges besser als der erste. Und kleiner Spoiler, die Tendenz ist bis zum Ende des Videos steigend. Na komm, Micha, nicht einschlafen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt mehr. Oh. Muss man sich jetzt angucken oder? Ja, also der Stein, der da ist. Der sieht gefährlicher aus, als er ist. Du fliegst zwar, aber du... Achso, doch, das habe ich im Videos mal gesehen. So gut. Gudelwald. Der Trail hat ziemlich viel Potenzial geliefert, um ihn mehrfach zu fahren, um ihn dann mit der richtigen Geschwindigkeit komplett zu klären. Da wir aber noch einige Kilometer vor uns hatten, müssen wir das Ganze leider verschieben. Ah, das musst du kennen. Der nächste Trail allerdings war so gut, dass er sich tatsächlich eine zweite Fahrt verdient hat. Und zwar geht's zu einer Jumpline, die sich ausgesprochen intuitiv fährt. Erstmal hieß es für uns aber wieder bergauf fahren. Dass immer noch sein muss, bergauf. Oh. Was? Nee,
Ja, komm! Nee, wenn Rainer nicht dabei ist, nicht. Passt alles. Vorne sieht auch gut aus. Du hast aber auf der Kamera gesagt, das haben wir alle gehört, das ist gut. Ja, für ein bisschen Confidence. Einfach fahren. Was soll passieren? Oh, René! Yo! Bin zu langsam! Hm? Mir egal, kann ich machen. Ich versuch. War noch keine Peak-Performance. Trotzdem geil. Ja, ich bin einmal in so einer matschigen Kurve so nach außen getragen worden und dann war ich raus ein bisschen. Abseits von Bikeparks habe ich bisher selten so eine gute Jumpline gesehen. Und für alle, die nach der Uphill-Performance von dem Bike fragen, liefert der Clip im Hintergrund die Antworten. Es ging ziemlich steil über weichen Nadelwaldboden den Berg hinauf und inklusive einiger Hindernisse hat das super funktioniert. Mia. Ja, komm schon. Ja. Der nächste Part war nicht nur optisch ein ziemlicher Szenewechsel, es wurde auch verhältnismäßig steil und durch den Nadelboden relativ unberechenbar. Die Fahrweise musste also etwas angepasst werden und während ich daran noch gearbeitet habe, ging es plötzlich einen mittelschweren Abhang hinunter, der in sich selbst auch noch kleine Kicker eingebaut hatte. Da einfach runterzuhämmern war wieder sowas nach dem Motto, war nicht klug, aber geil. War zu spät, ich hab's nicht gesehen. Wegzeigen! Oh, Alter, das musst du kennen. Voll ins Netz, Alter. Oh. Hey, das war hart. Hab's versucht. Das hat doch keiner, ne? Dass ein Doppel kommt, ne? Nee, das... Und ich bin guck mal runter. Ich sag, fuck. Hä, weiter? Ja, Logo. Und hier siehst du kleine Tränke. Oh ja, da könnte ich meine Flasche auffüllen. Ah ja. Ach so, das ist das Zimmershow. Wie ist das Statement? Ich finde es bisher sehr geil. Ich habe immer so auf zweite Runde gehört, aber ich weiß nicht, wie das angedacht ist. Angedonksy-Danksy. Aber irgendwie ist doch die Bremsreinigerdose hier von irgendjemandem undicht, oder was? Ich habe keine mit. Deine liegt im Kofferraum. Aber die ist leer. Die tropft auch. Ja, weil hier ist nämlich nichts. Ja, weil das alles verdampft ist. Ja, ist aber nichts nackt oder so. Zwei gegessen. Ist hier gar nichts drauf. Ja, da ist nur Käse drauf, weil ich hatte keinen Bock mehr, was zu schneiden. So haben wir den ausgiebigen Jahresabschluss hinter uns gebracht. Das vorletzte Trailstück, also nach dem kleinen Abhang, hat meine Kamera mir leider nicht vergönnt. Ich kann euch aber sagen, dass auch das extrem Spaß gemacht hat. Wir sind danach noch in eine zweite Runde gestartet. Da habe ich aber einfach sämtliches Equipment im Auto gelassen, um einfach nur zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich enorm freuen und beim Entwickeln dieses Kanals extrem helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.